Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Get in Your Horizon. Ja, ich habe mal meinen Server sozusagen von der View Distance 6 auf View Distance 8 geändert. Es war gerade nachts und was soll ich euch sagen? Es ist auf einmal eine Spinne gespawnt da oben. Begeisterung? Vielleicht haben wir das Problem gelöst. Nicht an der View Distance rumspielen. Haben wir auch gelernt. So, die da haben momentan gar nichts zu tun. Das heißt, ich kann momentan den da einfach mal die Kohle rausnehmen. Stahl sind wir beim Produzieren. Jawohl, 15 Stück haben wir fertig. Gucken wir mal, ob wir noch einen Coke Coal haben. Jawohl, 16 Stück. Und ich war auch fleißig und habe schön brav Kohle rausgeholt und habe festgestellt, dass dass dieses Kohleteil, wo ich war, wo ganz anders war. Das heißt, ich habe mal Kohle gesehen, habe da drauf geklickt. Ich rede jetzt gerade von dem hier. Und ja, habe eigentlich gedacht, das ist irgendwo ganz anders. Entweder hier oder hier. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war gut was zum Holen. Wir haben jetzt ein bisschen Kohle da. Und ich hätte mal gesagt, ich gehe jetzt mal eiskalt hin, 32 Stück. Solange wir keinen Sifter haben, ist das die beste Möglichkeit. Also ab in den Forgehammer. Da verdoppeln es mir wenigstens. So, dann ich hab vorhin, wo ich da unten ein bisschen ausgehoben habe. Also ich habe wirklich gedacht, ne, ich bin schon im Speed-Modus. Also wenn man sich anschaut, ne, wir kommen aus teilweise der Ebene hier. Und das ist alles weg. Und das in Rekordgeschwindigkeit und die Schaufel hält gut. Finde ich super. Genau. So, ich bin auch gerade dabei, fleißig Stahl herzustellen, weil ich habe jetzt für mich gesagt, wir versuchen jetzt mal in dem Bereich voranzukommen. Ich will aber noch zwei andere Sachen haben, die uns auch die Sache erleichtern sollen. So, machen wir erstmal die Wire Wrap. Dann schließen wir erstmal den hier ab. Dann nehmen wir Sticky Resin. Kann man immer gebrauchen. Dann haben wir hier noch einen Hammer. Dann nehme ich das Rubber Pulp. Dann sind wir da schon mal auf einem guten Weg. Slime Island. Die haben wir da, aber da will ich erst hin, wenn ich auch richtig Scaffolds habe. Halt. Ja, ich habe, oder? Habe ich das jetzt? Ja, ich habe es momentan alles angeblendet, aber das ist jetzt eigentlich da, wo wir hin wollen. So, das heißt Time for some Logic, das heißt wir brauchen die Wire, das heißt wir brauchen drei Red Alloy Wire. Das heißt, ich brauche jetzt hier. Nein. Ich brauche neun Platten. Ich kann den gleich draußen wieder anmachen, weil der wird jetzt richtig da unten draußen arbeiten müssen. So, du gehst wieder rein. Oh, und du magst mir bitte weiter Coal Coke. Wir brauchen nämlich Stahl, weil jetzt brauchen wir richtig. Also die ersten zwei Sachen weiß ich schon, was ich bauen will. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir auch genügend Circuits dann dafür haben. Erstmal aufräumen. Ich will ein freies Inventar. Und wenn wir dann noch die Zeit dazu hätten, dann machen wir das andere. So, dann brauchen wir noch 7 Tin Wire. Das sind 2, das sind 4, das sind 6, das sind 8. Erstmal nur das, was man auch. Ah, habe ich auf jeden Fall auch mehr Platten. So, was brauchen wir noch? Dann brauchen wir 24 Copper Wire. Okay, das heißt 2, 4,
4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 16. Wie haben wir gesagt? 36. Dann lassen wir mal 36, nicht nur 35 mit. Das wäre bestimmt aufgegangen. Er sagt, er kann Steam. What? Okay. Ja, ist ja gut. Ich habe die hier schon ausgemacht. Wir haben die jetzt wirklich alles gefressen. Wahnsinn. Ich war ja mal so fleißig und habe mir hier ein bisschen Tanned Leather noch gemacht. Davon brauche ich 3. Das heißt, ich brauche mein E. Ich habe mir nämlich schon ein wenig was vorbereitet, was ich noch alles bauen will. Bis auf das. Den sollte ich mir vielleicht auch noch mit reinlegen. Dankeschön. So, also für den Backpack brauchen wir das da. Ich brauche einen Stahlring. So, aber ich brauche dafür noch einen Stahlring und eine Schraube. Und wir brauchen hierfür eine Stahlplatte. Das ist doch schon mal schön. So, aber ich darf, ja, wobei ich habe schon die ersten Sachen schon mal vorbereitet. Das heißt, ich brauche davon 3. Wenn ich dann die Platten soweit habe. Was habe ich mit der? Ich brauche Platten. Ich muss das Zeug aufräumen. Darum will ich jetzt auch dahin, wo ich hin will. Ich hoffe, dass ich das alles schaffe. Also Daumen drücken, dass wir in der Folge soweit kommen. Okay, also wir haben die Platten. Das heißt, mein Wire Cutter wird jetzt richtig leiden. Wie viel brauche ich jetzt? 3? Jawohl, 3 Stück. Ich glaube noch nicht, dass das alles ist. Dann packe ich dich mal da rein. Nein, ich will momentan nicht die doppelte Menge ausgeben. Das ist mir... Nee. Das ist mir noch zu teuer. Oh, er läuft. Geht. Und geht. Wir haben 8. Das heißt, ich brauche jetzt hier von 7. Und derzeit habt ihr Zeit, wieder nach oben zu laufen. So. Erste, was wir aber trotzdem machen. Hey, da gehen wir doch mal raus. The Forbidden Drag. Next Chapter. Ja, und wenn der oben ist, dann machen wir mal die Hälfte rein an Kupfer. Vielleicht reicht's ja. Okay. Dann hätte ich gesagt, haben wir das. Dann hätte ich gesagt, du kommst erstmal hier hin. Dann habe ich gesagt, ich brauche davon 7. Also erstmal raus. Ha. So gehe ich da immer raus. Bin ich irre? Danke. So, dann kommst du dahin. Kommst dahin. So, dann haben wir jetzt eine Platte. Dann brauche ich jetzt nochmal 3.
Dann heißt es jetzt, wir machen jetzt davon drei davon. Dann kommst du dahin. Und mit dem Hammer hau mal drauf. Dann haben wir zwei Ringe. Dann kommst du da unten rein. Es wird gesägt. Es wird gefeilt. Sehr schön. Dann heißt es jetzt, diesen Backpack müssten wir kriegen. Gut. Das heißt, diesen Backpack nehmen wir. Jetzt muss ich, glaube ich, sneaken und meine Backpack-Taste drücken. Das war Minus, genau. Jetzt nehmen wir den Backpack und wenn ich jetzt die Minus-Taste drücke, sind wir hier drin. Hervorragend. Das heißt, mein Glider, mein Soft Mallet, meine Mattock, meine Schüssel, mein Sli nein, Sleeping Bag lassen wir mal draußen. Ein bisschen Flint. Ein bisschen Essen und das Lied. So, Inventar ist schon mal aufgeräumter. Bin stolz. So, dann brauchen wir 24 Fein Copper Wire und es ist dunkel. Ich sollte uns schnell hinlegen, weil sonst laufen unsere Solarboiler nicht. Ja, aber seht mal. Guckt mal. Habt ihr das gesehen? Das sind rote Kreise. Jetzt frage ich mich gerade, wie viel das da gerade vor dem Bildschirm hocken und sagen, sammelt ja doch einen Schaden, oder? Freut sich der gerade über Monster? Muss ich ganz ehrlich sagen. Versucht mal Bowstrings zu kriegen, wenn ihr im Nether keine Spinnen findet. Versucht mal, irgendwas zu kriegen, wenn ihr immer nie Monster habt. Ist total doof. So, und ich hätte jetzt gesagt, die restlichen 18 lasse ich jetzt auch noch laufen. Ja, wir haben noch eineinhalb. Danach können wir es erstmal wieder aufbauen. Ich muss jetzt nur dran denken, dass ich jetzt mir nicht mehr zu sicher bin. Weil ganz ehrlich, ich habe mich vorhin, wo ich im Minern war, habe ich mich in die Ecke gestellt. Ich habe da keine Befürchtung gehabt, dass da jetzt irgendwas um die Ecke biegt. So, wir brauchen 24. Hammer. Jetzt brauchen wir Fine Copper Wire. Kann ich die eigentlich auch herstellen? Nein. Wie viel brauche ich denn? 8 Stück. Schauen wir mal, ob es reicht. Dadurch, dass ich bestimmt hier nicht die doppelte Menge rauskriege, gehen wir nochmal eine machen. So. Das heißt, wir brauchen eine Fine Copper Wire, Fine Copper Wire, Fine Copper Wire. So, der Backpack kann schon mal weg, den haben wir schon mal erledigt. Das heißt jetzt, ich brauche jetzt den Hammer. Haben gesagt, wir brauchen 8 Stück. Danach auch rumknapsen. So, und der Wire Cutter geht schon mal Richtung Neige. So, jetzt brauchen wir 3 Red Alloy und 7 Tin Cable. Das heißt, wir gehen mal schnell nach draußen. Das geht bestimmt nicht, ne?
Also im Erlösmelder geht's. Okay. Also. Was habe ich jetzt gesagt? Ich brauche 10 Stück. Hammer. Dann kommt das Zinn und das Red Alloy und wird eingekleidet. Davon und davon. Und wir claimen uns Kuchen. Heute versuchen wir etwas mal zu pushen. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal 6 Copper Wire. Ich brauche 4 Steel Rods. Dann brauche ich ein Red Alloy. War das eins oder waren das mehr? Zwei. Gut. Ist egal. So, Glass Tubes. Glass Tubes, Glass Tubes, Glass Tubes. Nimm mal 4 Stück mit. So, dann brauchen wir jetzt den Mold hier. Ah, ich habe da schon mal was vorbereitet, ne, weil ich ja damit gerechnet habe, dass ich demnächst mehr Glas das brauche. Wobei ich sehe gerade, ich habe da richtig viel schon mal vorbereitet. Auch gar nicht so viel machen, ich habe nur 2. Hä? Flintdust. Quarzsand. Nochmal. Wieso ging das jetzt? Habe ich Raw Rub? Nee. Hä? Ich muss nicht alles begreifen. So. Du kommst da rein. Quarzsand kommt da rein. Du kommst da rein. Wie viel brauche ich überhaupt? 2. Mach grad 4. So. Dann heißt es jetzt nämlich für mich E. Und jetzt gehen wir hier rein. Also, Vakuum-Tubes mit reinmachen. Die Vakuum-Tubes. 2 Stück gemacht. Wir nehmen uns auch gleich 2. Wir machen die Fressenskiste auf und schmeißen mal das ganze gute Essen rein. Den Backpack haben wir auch. Das muss ich mir noch überlegen, was ich da für Farbe nehme. Den lassen wir mal offen. So, dann machen wir als nächstes den Resistor. Auch gleich. Und wenn ich jetzt das gerade richtig gesehen habe, brauche ich Coal Dust. Das ist was, was ich in Überfluss mittlerweile schon habe. Durch den Abbau der Mine. Darum, also es war ganz gute Idee, dass ich den so schnell wie möglich auf Lack habe. Weil da kriegt man richtig viel kleine Sachen raus, ne? So, was brauche ich jetzt noch alles, um das abzusetzen?
Der ist sowieso falsch. Der ist der richtige. Wir machen den raus. Wir machen den weg. So, wir gehen hier hin. Reichen mir zwei oder brauche ich vier? Nein, mir reichen zwei. Erstmal. Wieder weg. Ich bin zwar der Meinung, ich werde mehr brauchen. Okay, dann haben wir hier einen Motor. Das heißt, ich brauche acht Redstone. Und vier Eisen. So. Haben wir. Eins, zwei, drei, vier. Dann brauche ich Redstone. Habe ich genügend Redstone da? Acht Stück. Zwei Stück Hammer. So, ich mache dich erstmal normal rein. Und wir haben einen Motor. Wir brauchen aber zwei. An was hat es jetzt gescheitert, dass ich meinen zweiten kriege? An den Rods. Gut. Wird es jetzt diesmal nicht. Wir haben einen zweiten Motor. Und wir claimen. So, jetzt brauchen wir Woodplank, Sticky Resin. Ja, mein Problem ist jetzt gerade, dass ich kein Sticky Resin mehr habe. Aber ich habe ja von diesen Saplingen einige da. Ich habe auch so ein Treating da. Und bei den Farben habe ich auch was da und wir legen uns hin. So, das heißt, wir stellen jetzt da einfach mal ein Rubber Tree hin. Wie ich jetzt mich kenne, hat jetzt der bestimmt keine Nasen. Doch eine. So, der Baum ist aber schon. Nur ich habe mal wieder keinen, oder? Halt, ich habe so einen Forestry-Rucksack. Der war super. Ja, ich habe wieder einen bekommen. Das passt. Okay. Dann haben wir da jetzt fünf Stück. Boah. Reicht für unsere Aufgabe. Ich glaube zwar nicht, dass sie komplett reichen wird, aber ziemlich weit reichen wird. Okay, dann jetzt brauchen wir aus dem Questing Circuit Board. Dafür brauchen wir jetzt erstmal das. Ich könnte mir sogar, Moment, der meiner Meinung nach sogar Sinn machen. Haben wir vielleicht sogar noch Rubber Pulp übrig? Ja, haben wir vier Stück, ja, da komme ich nicht weit. So, der Baum ist jetzt auch fast weg. So, wir haben 24. Ich weiß es gar nicht. Hätte ich vielleicht sogar mehr rausgekriegt, wenn ich die durch den Maserator gejagt hätte?
So, Forgehammer ist der falsche, der Kompressor ist der richtige. Gott sei Dank geht es jetzt auch schneller. Wie gesagt, man kann die sich auch einzeln machen. Finde ich nur ein Blödsinn, weil braucht sowieso mehr. Wir möchten ja noch ein Gerät bauen, damit wir endlich schöne Tools bauen können. Ich habe jetzt aber für mich schon entschieden, ich werde den Hammer nur zum offensichtlichen Abbauen nehmen für hier, bis der erstmal ordentlich gelevelt hat und Speed drauf hat. Und dann werde ich den auch eventuell fürs Minen mit verwenden. Weil die Spitzhacken sollen ja auch noch weiterlaufen. So, also jetzt haben wir das, dann kommt das und das. Und dann haben wir schon mal die da. Wie viel braucht man? Erstmal einen. Das sollte ich auch nicht mehr machen. Hat schon mal auf jeden Fall nicht mehr gereicht. Ach, hätte sie doch nur abknapsen müssen. Zwei Stück. Wieder weg. Du hin, du dahin, du dahin. Schon haben wir acht. Und du kommst dahin. Und schon haben wir ein Circuit Board. Nehmen wir uns gleich nochmal zwei. Es wird auf jeden Fall jetzt interessanter, weil jetzt werden unsere Kisten voller. So, das heißt, wir sind jetzt eigentlich hier angekommen. Das heißt, wir brauchen jetzt den Freund. Das heißt, ich muss jetzt erst einmal das Bone Meal loswerden, das Brot loswerden. Dann machen wir das als nächstes. Dann brauche ich jetzt aus der Abteilung, nein, aus der Abteilung, das und das. Man könnte denken, ich habe das schon öfters gemacht. Ja, aber nicht, wenn ich so einen Scheiß mache. Man könnte mir denken, ich habe das noch nie gemacht. Wir kleimen uns wieder schönes, feines Essen. Wir haben noch Nachmittag. So. Und dann sind wir jetzt beim Rotor. Dafür brauchen wir jetzt zwei Tinnringe und Rotoren. Das heißt, ich brauche davon sechs. Die werden jetzt richtig wieder futtern. Immer dieses C-Material zum Drücken. Sei gedankt. Ah. Auch nochmal zwei. Jetzt weiß ich auch, warum dass ich zwei Ringe brauche. Aber erstmal. Mag das Server mich nicht mehr? Zu viel an den Dingern rumgeschraubt, hä? Tschüss.
Du bist uns gerade zu schnell. Ich merk's gerade. Muss mal schnell einen Schluck Tee trinken. Ein bisschen, dass sich meine Stimme beruhigt. Oder nicht meine Stimme, sondern mein Hals. Weil sonst huste ich euch was vor. So, dann haben wir das. Ich brauche 2 Rotoren. Das heißt, ich brauche jetzt hiervon nochmal 4. Weil wenn mich mein Kopf jetzt nicht im Stich lässt, brauche ich das. Genauso wie ich das brauche. Korrekt. Und schon haben wir 2 Rotoren fertig. Das nenne ich mal durchprügeln. Aber wenn man anfängt, langsam von irgendwas ein bisschen die Schnauze voll zu haben. Jetzt brauche ich ein Circuit. Dann wird man sehr schnell. So, jetzt brauche ich nochmal 3. Jetzt muss ich gerade hoffen, dass ich auf jeden Fall 12 oder so Stahl noch fertig kriege. So, das heißt, ich brauche jetzt dich. Die Eisenengels mal weg. Du kannst da rein. Ah, okay. Brauchst sogar nur 2. Krieg 3 raus. Eisen kann ich draußen lassen. Ist egal. So. Auf ein neues. Wir haben den Circuit. Und jetzt haben wir Eiscreme. Yum, yum. Und richtig viele Chips. So, aber jetzt müsste der da offen sein. Die Basic Steam Generator. Und das heißt für mich, wir müssen jetzt das da machen. Ich brauche die Bronze Fluid Pipe. Da habe ich da gar keine rumliegen? Nein. Das heißt, ich brauche jetzt 6 Bronzeplatten. Ja, das hat Vorteile, wenn man Sachen auf Lager lässt. So, und jetzt haben wir unsere Steam Turbine im Laufen. Und hinlegen. So, es müsste eigentlich funktionieren. Es müsste eigentlich funktionieren. Ich muss den Cauldron auf jeden Fall hier wegmachen. Oh mein Gott, wie konnte ich nur den Cauldron jetzt mit dem Wasser einfach wegschlagen? Ja, ne? Ich verschwende. Denn wir haben hier ein Dach über dem Kopf. Ist zwar aus Wasser, ist egal. So. Das heißt, wir drehen das Ding um. Und wir machen den daher. Und jetzt füttert der den da mit Dampf. Wir können das erstmal draußen lassen. Und wir claimen uns das nächste Zeug und ha, bekommen einen Wrench. Nett. Das Werkzeug, das was ich jetzt gerade, was uns demnächst ausgegangen wäre.
Ich merke schon, der ist jetzt gerade frohlocket. So, dann haben wir unseren ersten gelben. Das heißt, wir sind gerade in LV so richtig mal im Steam mal durchgestartet und haben jetzt hier gleich das nächste und einen Bananensplit bekommen. Wie war das noch mit? Ich habe viel zu wenig Essen. So. Jetzt muss ich natürlich gucken, wie viel Stahl habe ich bekommen? Kriege ich es nochmal hin, 9 Stahlplatten zu machen? Ich habe 8. Das sind jetzt 2, 4, 6. Habe ich vielleicht noch eine drin? Leider nein. So. Wie viel Kupfer habe ich noch? Ich brauche jetzt auf jeden Fall. Gehen mal wieder einen rüber. Für den Mixer brauche ich einen Tin-Rotor und ich brauche 2 Mikroprozessoren. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall 8. Brauche nur 15, kann ich 16. Jetzt muss ich halt hoffen, dass mir genügend. Ja, und schon ist der Ofen aus. Aber ich bin ja noch beim. Ich habe ja hoffentlich. Ja, habe ich. Ich habe ja noch 3 Ingots auch noch da. Oder sogar 5. Ich hätte auch hier was drin. Ich könnte mir auch noch Stahl rausgießen. Dauert auch ewig. Acht Ingots hätte ich da drin. Notfalls würde es gehen. Ich brauche auf jeden Fall. Ich brauch 2 Circuits. Das heißt. Brauche auf jeden Fall davon richtig viele Platten. Ich schätze mal, mein Kupfer ist danach weg. Bin ja froh, dass ich. So. Wie viel habe ich jetzt? 12. Das heißt, ich brauche noch mal 4. Dann haben wir schon mal auf jeden Fall das Kabel für die Boards. Und ich brauche weitere 4 für den Motor. So, was ich auf jeden Fall noch brauche, ist Redstone. So, das heißt, der Wirecutter wird jetzt, glaube ich, auch hops gehen. Sagt er, das machte Peng. Okay, dann heißt es jetzt, du kommst dahin und ich brauche dich. Habe ich mein erstes Board. Ich brauche 3 Platten. Die 2 brauche ich auch.
Stahl will ich nicht verwenden. Ist zu teuer. So, Eimerchen. Was? Wo habe ich denn meine Eimerchen hin? Da habe ich Eimerchen hin. Weil ich wieder Eisen beim Herstellen war. So, und den Eimer aber auch gleich mal aufräumen. Ist mal weg. So, für einen Wirecutter. So, Wirecut, Wirecut, Cutter. Das heißt, ich brauche jetzt nochmal drei. Und dahin, die Säge ist jetzt auch gleich platt. Hoffentlich hält ihr noch. So, Wirecutter. Dann heißt es du, du. Du, 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 du. Du dahin. Du dahin. Du dahin. Du sichern. Doch, ich war sogar schon im richtigen Reiter. Okay. So, haben wir das auch erledigt. Einen neuen Wirecutter. Dann kann ich mir die jetzt mal da reinschmeißen. Wirecutter nehmen. Ich gleich wieder raus. Ich rein. Zweites Board. Jetzt muss ich dann gleich hoffen, dass ich wenigstens ein paar Inkredenzien mir über den Shop schon holen kann. So, du musst da rein. Wie geht's denn mit dem Stahl? Ich brauche noch ein bisschen was. Die Daumen. So, dann kommst du jetzt erstmal da rein. So, wir schauen mal schnell in den Coin Shop, weil wie gesagt, der wird dir ab jetzt wird er interessant. Genau. Wir können das da und das da kaufen, was wir auf jeden Fall tun. Ich möchte dich haben. Ich möchte dich haben. Dann macht es auch Sinn, dass wir Sachen kaufen. So, 16 Tin-Kabel, 16 Red Alloy-Kabel. Kann ich mir Resistoren auch kaufen? Leider nein, die kommen erst mit MV. Okay, dann gehen wir mal nochmal nach oben. So, die Boards haben wir. Was brauche ich für dich nochmal? Resistoren. Nehmen wir nochmal drei mit. Und es wird schon wieder dunkel. Und dadurch, dass jetzt der andere für die Turbine arbeitet, muss ich schauen, dass ich die laufen, muss ich schön noch mehr ans Bett denken.
So, wir haben jetzt hier zwei. Das wird auf jeden Fall knapp. Außer wir dehnen die Folge ewig aus. Na, acht Stück haben wir. Notfalls könnte ich nur eine machen. Aber wir können das laufen lassen, bis wir so weit sind. So, wir brauchen die Resistoren. So, mit dem Hammer drauf. Wegknapsen. Zwei Hammer, ich brauche aber vier. Das, was wir vorhin gemacht haben, gleich nochmal. In Tree-Tab kann ich dann eigentlich auch gleich mal meinen Rucksack packen. Aber nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppen. Hoffen, dass wir eine Nase dran haben. Dann kriegen wir nämlich mehr raus. Jawohl, eine habe ich schon gesehen. Leider nein. So, dann drücken wir mal meine Minustaste. Dann habe ich hier das da hinten. Das heißt, wir haben zwei Stück. Müsste reichen. Okay, dann heißt es jetzt für mich, ich brauche Zinn, heißt es für mich. Hab ich noch Cassiterit da? Wenn ich dich jetzt schmelze, kriege ich ein ganzes Ingot. Das da oder das da. Ja, genau. Oder mehr das da. Wir klopfen durch. Acht raus, das rein. Nee, die Kohle klaue ich mir jetzt bestimmt nicht. Die ich mir selber auf die Finger hauen. So, in der Zeit kann ich aber trotzdem das Zinn holen. Auch hier zwei Rotoren. Nee, ich brauche einen Rotor, oder? Oder brauche ich überhaupt einen? Auch einen Rotor. Merke gerade, mein Inventar platzt gleich, aber ist mir egal. Wenn ich den Mixer habe, platz ich. Vor Freude. So. Wir haben es fast geschafft. So, wir machen mal den Rucksack auf. Schlafsack weg, Ranch weg. Ich habe, glaube ich, den noch nie als allererstes gebaut. Das ist, glaube ich, dann auch Premiere. Ich hab doch noch was? Was rede ich denn? Ich hab doch noch Ingots. Der Dreck. Mach dir doch keinen Kopf. Du hast doch genügend Stahl.
müsste jetzt eigentlich fast alles haben. Betonung liegt auf fast. So, dann gehen wir wieder dahin. Das heißt, ich brauche jetzt als erstes das da. Nein, als erstes brauchen wir das da. Dann. Gehen wir trotzdem hin. Haben wir. Was hier? Ein zweites Schaf. Sehr schön. Okay, dann brauche ich jetzt nochmal einen Ring und eine Schraube. Zwei Stück davon. Ich glaube, ich habe das noch nie so durchgeprügelt wie gerade. Also falls irgendeiner irgendwas nicht verstanden hat, schreibt es in die Kommentare. Ich bin wirklich gerade voll beim Durchprügeln. Weil ich will fertig werden. Ich will das Ding heute noch am Laufen haben. So, wir brauchen einen Rotor. Was wir somit haben. So. Ich gerade beim, achso, beim Steam ist klar, ist was fertig ist. Dann muss ich jetzt hier hin. Dann brauche ich jetzt noch meine zwei Chipsätze. Dafür werde ich jetzt nochmal resist. Was fehlt mir jetzt? Ja. Okay. Aber das dürfte jetzt auch kein Problem sein. Wenn man nur einen braucht, nicht. Wenn man zwei braucht, schon. Das habe ich wieder vergessen. Ich komme ja gern hier auf mein Feld. Dann macht es auch mal Sinn, dass ich Tree Taps habe. Der kann mich auch nicht leiden. Früher sind da mal zwei rausgekommen. Magst du die Höhenluft nicht oder was? So, wir haben jetzt bis jetzt drei Bäume kaputt gemacht und sechs Sapplinge erhalten. Mir fällt doch gerade was ein. Ich habe da ja noch was vergessen. Ich brauche von denen noch mal zwei. Ich brauche noch mal Kabel. Und ich brauche noch mal drei Eisen. So, du kommst dahin. Du kommst dahin. Kommst du dahin? Dann brauche ich jetzt mein Kupferkabel, was ich noch nicht habe. Habe ich jetzt.
Hä? Ach ja. Kennt ihr das? Ne? Ah, schaut mal, da liegen die Platten. Wenn ich jetzt schon neben meinem Bett bin, kann ich auch mal in mein Bett rein, dann brauche ich meinen Rucksack nicht aufmachen. So. Haben wir das auch? Ich brauche nochmal Kabel. So, das kommt weg, das kommt weg. Das habe ich. So, ich brauch 4 für den Motor und 2 für den. So, Motor fertig. Lässt der Resistor. Nochmal, letzter Resistor. Fertig. Chipsatz. Der erste ist fertig. Ich brauche noch einen zweiten. Ich brauche nochmal Vakuumtubes. Ja, und vor allem, ich brauche. Wir kriegen hier raus, ein oder zwei? Ein. Die kleinen reichen. Ich brauche noch mal Stahl. Jetzt brauche ich doch den Stahl. Gut, dass ich mich vorhin verrechnet habe, weil sonst hätte ich jetzt blöd geguckt. Sind wir fast schon fertig. Also, wir brauchen zwei. Nein, wir brauchen 4 Stahlstangen. So, dann brauche ich noch mal das da. Ne, brauche ich nicht. Ich habe noch 2. Was brauche ich noch? Brauche jetzt 6 Kupferkabel. Jetzt hoffen wir, dass das reicht. Mist, dass ich die vergessen habe, dass ich da nur einen hatte. Oder zwei hatte. Einen Chipsatz habe ich hingekriegt, aber nicht den zweiten. Auf jeden Fall wird es jetzt dann Zeit, dass wir unsere Sachen bekommen. Ich bin jetzt nochmal gespannt, an was es dann liegt, dass ich es nicht krieg. Okay, wir brauchen als erstes mal einen Hammer. Dann brauchen wir einen Zwickzwack. Nein, ich brauche 6 Stück, habe ich gesagt. Brauche ich jetzt davon auch? So, du kommst weg. Wieso speicherst du den jetzt nicht ab? Du bist gemein. So, Cutter, 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 Cutter. So. Was will ich mit Resistoren? Gottes Willen. Kein Blödsinn machen. Oh. Chipsatz. Wir haben ihn. Wir haben den zweiten Chipsatz. Jetzt brauche ich nur noch 4 Glas.
Wir erstellen Umdrehungen. So, du kommst dahin. Mein Freund. Und mein Freund braucht jetzt Stahl. Das jagen wir mal gleich durch. Ich glaube, ich brauche zwei. Ich brauche Obsidian. Au. Und ich brauche Aluminium. Ich will wissen, ob das Ding dreht. Ob ich jetzt am Rad drehe oder das Ding. Komm. Fertig. Ich kann euch mal den Gegenbeweis zeigen. Ja, also Stahl kriegt man hier auch raus. So. Okay, dauert es nicht so lange wie der, aber er braucht halt auch seine Zeit. Ja, wer von euch zweien gewinnt? Du bist bei Halbzeit, du gewinnst. Sage ich jetzt mal ganz klipp und klar. Na komm. Gib's her. Du bist bei 85%. Jawohl, hast gewonnen. Machen wir gleich noch einen. Davon noch zwei. Wir machen alle hopp. Davon zwei. Davon drei. So, und dann kommst du jetzt da rein. Du kommst da rein. So, und wir brauchen ja. Das ist das da. Alumite. Also speichern wir uns auch mal ab. Und wir brauchen jetzt Circuit 2. So, und es läuft ja auch das Circuit 2. Der ist nämlich da drin. Also wie gesagt, das genau erklären. Das machen wir in der nächsten Folge. Aber ich habe jetzt 9 Alumite. Das heißt, wir sind auf einem sehr guten Weg, unsere Toolforge zu bauen. So, wir nehmen hier nochmal 5 Stück raus. Wir jagen hier nochmal das Stahl durch. So. Das ist für mich auch gleich lohnt. Habe ich. Doch, da ist es. Da ist es. Ja. Das ist auch gleich lohnt, das zu machen. Und ich brauche ja die Platten. Ich brauche die großen Platten. Das heißt, das brauchen wir auch noch. Und die zwei Dinge haben wir auch fertig. Das heißt, für mich heißt es, bis zum nächsten Mal Lava besorgen. Alles vorbereiten, dass wir mit der Toolforge hinkommen. Das heißt, ich muss auch noch Stahl produzieren. Und wir trinken mal einen Melon-Smoothie. Wenn wir Durst haben. Und dann machen wir noch ein Eis drauf. Doch super. Genau. So, ich räume jetzt mein Chaos ein bisschen auf. Warte, bis ein bisschen Stahl übrig ist. Und wir freuen uns, dass wir da richtig viel haben. Und das Alumite werde ich auch noch weiter dann einschmelzen. So, du kommst da rein und du kommst da rein. Du sollst laufen. Dich nehme ich mir schon mal mit. Und dann heißt es von mir, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.